Gegenteil. Selbstbewusst, ohne Überheblichkeit können wir auf unsere Leistungen auch und gerade in der internationalen Politik verweisen. Und weil das so ist, meine Damen und Herren, weil das so ist, sagen wir offen und öffentlich, der Nahe Osten, Irak eingeschlossen, braucht viel neuen Frieden, aber keinen neuen Krieg. Das ist jedenfalls die Auffassung, die Deutschland hat. Ich appelliere an alle Verantwortlichen und ich will mich daran beteiligen, auch in Zukunft. Ich appelliere, lasst uns die Chance nutzen, die sich jetzt ergibt, die Inspekteure ins Land zu bekommen, aber sattelt nicht neue Forderungen drauf. Politik, die Deutschland gut tut und auch weiter gut tun wird, zu unterstützen, eine Politik der Erneuerung. Mit Ausnahme von Schweden, Gott sei Dank, am letzten Sonntag hat es in Europa, in europäischen Ländern, Wahlen mit gefährlichen Tendenzen gegeben. Rechtspopulistische Kräfte haben Einfluss auf europäische Politik bekommen. Meine Damen und Herren, die wollen ein Europa der Fremdenfeindlichkeit, die wollen ein Europa der Anti-Aufklärung. Ein solches Europa wollen wir nicht. Wir wollen ein Europa der Toleranz, der fairen Partnerschaft unter den Menschen. Dafür werden wir kämpfen, auch und gerade am 22. September.